Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Klappe! In der letzten Folge haben wir Vault 95 schon ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und wir sind hoffentlich in dieser Folge auch fertig mit all dem, was wir hier machen. Weil langsam wird es echt knüppelhart hier. Ich da sitzt, okay, es war eigentlich die ganze Zeit schon knüppelhart, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Natürlich sind der Gunner und Mr. Gutsies und eiserne Jungfrauen, ich nenne die jetzt einfach so, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Und alles scheiße, ja? Überall tot, also die und ich. Und ja. Ich will einfach nur hier das hinter mir bringen. Und hoffentlich sind da oben die letzten Gegner, weil wir sind nicht mehr so weit vom Ziel entfernt. Ich habe noch eine Kronkorkenmine, womit ich vielleicht was reißen kann. Hi. Okay, ich sollte vielleicht, um meinen kritischen Treffer zu erhöhen, die Dingespistole nehmen. Natürlich bist du ein legendärer Gunner, warum denn auch nicht? Was war das? Lass ruhig da reinlaufen. Komm. I dare you. Komm, noch einen Schritt weiter. Hin. Zum Teufel. Was? Ja, hat er gewartet, bis ich nahe genug dran bin und auch von der Explosion erfasst werde. Boah. Ich hasse diese verdammten Typen. Nein, ich wollte nicht das F-Wort sagen. Auch wenn es dazu anhört. Verdammter Dreck. Herrlich dich. So. Du nicht. Du nicht. Verpiss dich. Verpiss dich von der Mine hier. Seinen legendären Kumpel hier reinrennen. Oh, du blöder Sack, ey. Wahrscheinlich ist er auch noch nicht mal tot davon, ne? Mann! Ja. Oh, mein Kopf. Warum werde ich ihn jetzt schon abgeschossen? So, eins, zwei, zwei, drei. Was ist das? So, hoffentlich ist das dann auch vorbei. Dann nehme ich den mal aus hier. Wo bist du? Mein Gott, Kate. So coole Sonnenbrille, Kumpel. Die sind doch tot, Mann. So lange lässt sich. Ich war so. Ja, es ist nur noch der Legendary übrig. Den du ganz schön viel Schaden gemacht hast. Bis jetzt. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint. Das muss ein Albtraum sein. Jetzt mal was Neues. Der legendäre Gegner ist mutiert. Wieso doch immer. Der hält aber nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal, wie viel Schaden der bekommt. Gut. Oh Gott. Kannst ruhig auf den weiterballern, ne? Ich bin nicht von mir hier stören. Oh Gott.
Mach das einfach hier. Mach den fertig, bitte. Ich warte hier. Okay. Das ist ja noch eine zweite. Ja, wo ist der letzte? Er hat noch so einen Legendärer, ist, ne? Ja. Ausgezeichnet. 25% mehr Schaden, ja. Schade, ist kein Kampfgewehr mehr. Mehr rumschleppe. Oh. Apropos schleppen. Fünf, mein Gott. Schaltkreise brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so, aber. Ja, wahrscheinlich irgendwas hier so haben, was ich wegballern kann. Ja, mit dem Plasmagewehr. Ja, einen habe ich, kann ich jetzt noch tragen, ey. Was da noch? Da geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Teekessel und Teetasse. Ist gestorben wie ein Sir. War immer noch so ein Vault-Anzug. Man sieht gar nicht meine Zahl, ne? Dreck. Ja, ich kann nichts mehr mitschleppen. Leider. Hoffentlich ist es das wert. Hier drin ist Munition. Wo? Wo? Oh. Wo? Oh. Ja, war nicht die letzte Gegner, weil er leider. Wenn da war noch irgendwo einer und es ist immer noch ein bisschen weit entfernt. Ich könnte vor Freude den Kreis kotzen. Boah, das muss aber nach der Aufnahme ja fertig sein. Ich habe viel zu viel aufgenommen heute. 8 Parts habe ich heute aufgenommen. 8 Parts. Also 4 Stunden aufgenommen. Ah! Weiß ich, such die. Ah. Aber eins hat zum anderen immer geführt und ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier immer raus und rein zu gehen zu meiner Basis, meinen Schrott einzulagern oder meine Power Armor zu holen. Das wär's. Ich nicht ahnen können, dass hier so ein Scheiß auf mich wartet. Aber nicht kriegt am wenigsten ihre Bonusfähigkeit oder so. Kommandant? Oh. Warum gehst du einfach irgendwo rein? Hallo? Geh mal weg. Da drinnen ist er, ich sehe das Ziel schon. Ja, nur noch hier rein und wahrscheinlich den letzten Gegner hier erledigen, ne? Dann raus hier. Boah, das war so krass. Komm her. Weiß auch nicht schlecht hier aus. Ist echt blöd, ne, dass du aus dem Raum rausgehst, wo Geschütze sind, und lieber im Freien gehst, wo du ungeschützt bist. Danke. Hast du das gesehen? Gut. Zum Teufel machst du da? Hier hat die Leiche einfach geschlagen. Oh, der Entgiftungsraum. Hoffentlich, ey. Ich habe die Schnauze voll von dem Ort hier. Hier kommen gleich welche. So als, ja, wir lassen euch hier nicht lebend raus. Dann renne ich weg.
Also ganz ehrlich, dann auch einfach ab. Du mir folgst oder nicht, ist mir relativ egal. Ich habe die Schnauze voll von Gunnern und Wort 95 und so. Na, was willst du mir sagen, Täubchen? Die Antwort auf meine Probleme ist in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Wir sind so weit gekommen. Mach jetzt keinen Rückzieher. Ich weiß, du hast dein Leben riskiert, um uns hier runterzubringen. Aber was, wenn das Psycho mich zusammenhält? Was, wenn mir die Augen geöffnet werden und mir nicht gefällt, was ich sehe? Es gab Gründe, warum ich mich betäubt habe. Dinge, denen ich mich nicht stellen wollte. Die ich vergessen wollte. Lieber würde ich Blut spucken, als die Vergangenheit nochmal erleben zu müssen. Was ist denn so schlimm an deiner Vergangenheit? Machst du Witze? Hast du alles vergessen, was ich dir erzählt habe? Die Kämpfe und allabendlichen Prügeleien im Combat Zone. Die Ermordung meiner Eltern. Wie viel tiefer kann ich noch sinken? Wir stellen uns gemeinsam deinem Schmerz. Du hast schon so viel getan und willst trotzdem noch mehr tun. Nun, was bilde ich mir ein, dass ich einem geschenkten Gaul ins Maul schaue? Ich setz mich auf den... Nein, mein Controller. Hab ich sogar noch dran gedacht, aber dann habe ich nicht mehr dran gedacht. So, weiter geht's. Ein Stuhl. Wenn du soweit bist, leg den Schalter um. Okay. Entschuldigung für diese kleine kommerzielle Störung. So, okay. Mach's dir bequem. Was ja sonst auch immer. Okay, muss ich hier nicht die Tür zumachen oder so? Dann machen wir mal. Bitte warten. Now loading. Sagte mir, ich soll hier noch was machen. Entgiftung nicht möglich, was? Ist er jetzt weg oder nicht? Hallo? Und siehst du jetzt alles in Farbe oder so? Alles in Ordnung, Kate? Wie fühlst du dich? Seltsam. Ich fühle mich ziemlich seltsam. Alles fühlt sich so anders an. Alles ist viel klarer. Farben, Geräusche, Gerüche. Nichts ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich kann nicht fassen, dass es funktioniert hat. Das Verlangen, die Schmerzen, Himmel, sogar der Rausch. Alles weg. Hatte ich mich wirklich so verändert? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Damit warst du wohl nicht alleine. Ich glaube, dass Tommy das die ganze Zeit über im Kopf hatte. Der clevere alte Hund hat mich aus dem Combat Zone geschmissen, damit ich wieder in Ordnung komme. Und er wusste, dass du es schaffen würdest. Er hat in dir wohl etwas gesehen, was ich übersehen habe. Ach ja? Zum Beispiel? Du weißt schon, was ich meine. Hör zu. Ich werde nie vergessen, was du heute für mich getan hast. Du warst da und hast mir geholfen, als sich alle anderen abgewendet haben. Ich weiß, ich bin mies im Danke sagen, aber das ist das Beste, was du aus mir rauskriegst. So, wie wär's, wenn wir jetzt abhauen und diesen Ort weit hinter uns lassen? Ja, sehr gute Idee. Oh, Blutpakete. Also ein paar Spritzen in den Kopf gerammt. Nicht darum fummeln. Hey. Hm?
Entschuldigung? Was ist los? Ah, gibst du mir keinen Skill oder so? Du weißt, was du willst und du hältst mir den Rücken frei. Genau so jemanden habe ich gesucht. Sonst nichts, oh, heute. Kein Problem. Na gut, okay. Keinen Effekt und so bekommen. Was soll's. Erstmal raus hier. Oh, ich will so weit von raus hier. Seid ihr abgeschlossen, wenn ihr keinen abgeschlossen mehr wollt? Ja. Tschüss. Jetzt gehe ich weit, weit weg von diesem Ort. Oh mein Gott. Wir haben ja alles hier erkundet auch, ne? Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Wir haben eine Wackelpuppe bekommen. Ich hätte mal so eine, die irgendwie die Parameter ein bisschen erhöht. Ja, die Attribute. Also solche Sachen hätte ich gerne mal. Na, ich gehe schon mal. Aber ja. Sollen wir mal zur Comet Zone zurückgehen? Vielleicht gibt's da jetzt irgendeinen Dialog mit dem Tommy-Typen. Wir haben jetzt wieder Zeit. Ich weiß nicht, was ich den restlichen Part noch machen soll. Wir mal einen Schrott einlagern. Und weiter gucken. Was ich Osqueen noch machen kann, um mich besser vorzubereiten. So, raus hier. Ich habe keinen Volt 95 Anzug bekommen. Mann. Gut, dann gehen wir mal zur Combat Zone. Boah, gute Frage, ne? Combat Zone, ja. Sehr gute Frage. Wo ist die Combat Zone nochmal? Ja. Wir wollen da rein. Vor allem, da sind ja auch noch irgendwie so, da war ja eine Tür irgendwie noch, die ich nur aufschließen konnte, ne? Mit so Leuten in so Säcken. Vielleicht sollte ich die Tür auch mal öffnen. Weiß nicht, ob wir das Handelsmenü im Dialog ändern. Stimmt, ich habe ja jetzt so einen Helm für Strong, da kann ich den immer aufsetzen. Ich wahrscheinlich überhaupt nicht aussieht wie ein Helm oder so, ne? Auf jeden Fall nochmal in diese Supermutanten-Nachbarschaft vorbeischauen und die Rüstung mitnehmen. Zu gucken, ob die irgendwie was bringt oder anders aussieht. Come on! Ja, komm schon. Laufen mit langen Lauf, verfügen wir eine erhöhte Präzision beim Okay. So. Gucken wir mal da rein. Was der Tommy zu sagen hat. Der wäre jetzt natürlich jetzt nicht wieder alles mit Wayland überflutet oder so. Das wäre ziemlich doof, weil er hat ja gesagt, er will wieder neu eröffnen hier. Oh, wir sind gar nicht mehr hier. Hallo, na? Ah, bringt Erinnerung zurück, oder Kate? Warum sind wir schon wieder hier? Du weißt doch, dass ich jetzt hier zum Kotzen finde. Pass gut auf Kate auf. Okay? Tommy! Dank dir werde ich bis ans Ende meiner Tage menschliche Überreste aus diesen Sitzpolstern pulen. Okay, du scheinst nicht irgendwie... Okay. Wo, ich glaube, die Türen konnte man gar nicht öffnen, oder? Ach, der Terminal. War ein Terminal, okay, das war... Macht auch Sinn. Na, noch was. Noch schnell. Konzern.
Spare. Embrace auch nicht. Extreme. Inhuman. Offline. Leck mich. Mach hin. Staying in ground, danke. Komm schon. Hoffentlich hilft das, was du da tust. Na sicher. Bleirohr. Ach, ich dachte, da wäre was Seltenes. Ich weiß, Bleirohr, aber trotzdem. So, das schaffe ich natürlich auch locker. So. Schrotpatrone, sehr gut. Vergöttert mich, was? Dann hat er, dann auf einmal hat's gefallen. Hast du kurz Zeit? Ich denke, wir sollten. Ja. Reden. Ich bin ganz ohr. Schieß los. Du musst nachsichtig mit mir sein. Das ist nicht einfach für mich und ich will keinen Fehler machen. Wo soll ich anfangen? Wusstest du, dass ich 3 Jahre lang im Combat Zone gekämpft habe? 3 Jahre lang habe ich mich von Verlierern und Verrückten aufs Übelste verprügeln lassen. Nach dem Kämpfen. Wenn du nochmal mit einer Mission kommst, ne? Meine Wunden genäht und mir ein paar Schüsse Psycho gespritzt, um weiterzumachen. Ich habe es so sehr gehasst. Das Publikum, die anderen Kämpfer und mich selbst. Ich habe nie verstanden, warum ich das alles tat. Bis jetzt, weil ich allein war. Tief im Herzen wollte ich sterben. Ich wollte, dass mich einer der Gegner erledigt. Das wäre das Einfachste gewesen. Aber das ist Vergangenheit. Du bist nicht mehr allein. Dann verstehst du ja vielleicht auch, was ich dir sagen möchte. Mein Leben war ein großer Misserfolg nach dem nächsten. Du hast meine ganzen Geschichten gehört und weißt, welchen Preis ich gezahlt habe. Einige Male habe ich sogar, wenn es mal wieder richtig schlimm war, in den Lauf meiner eigenen Waffe geblickt. Ich weiß nicht, warum ich nicht abgedrückt habe. Ich hatte gebetet, irgendwo ein Fünkchen Menschlichkeit in dieser verdammten Welt zu finden. Und dann, was du im Vault 95 für mich getan hast, war wie eine Antwort auf diese Gebete. Das erste Mal in meinem Leben verlasse ich mich auf jemand anderen und werde nicht enttäuscht. Verdammt, jetzt vermassle ich alles. Alles wird gut, Kate. Lass es raus. Das mache ich. Ich muss nur endlich zum Punkt kommen. Ich habe langsam gemerkt, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto wichtiger bist du für mich. Und ich rede nicht davon, dass du mir den Rücken frei hältst oder einen mit mir trinkst. Ich meine damit mehr. Bevor wir uns getroffen haben, war ich immer auf der Hut. Vor jedem. Aber bei dir habe ich das Gefühl, mich öffnen zu können. Und du siehst mich, wie ich bin. Im Guten wie im Bösen. Ich kann nicht mehr zurück zu dem, wie es vor unserer Begegnung war. Ich will es auch nicht. Aber ich möchte, dass du mir in die Augen blickst und sagst, dass du auch etwas empfindest. Unsere Freundschaft ist mir sehr wichtig, Kate. Ich möchte sie nicht missen. Es fühlt sich verdammt gut an, das von dir zu hören. Tja, das war alles, was ich dir sagen wollte. Danke, dass du dir meinen Mist angehört hast. Es ist schön, jemanden wie dich zum Reden zu haben. Und keine Sorge, ab jetzt kann alles nur noch besser werden. Ich halte dir weiter die Kugeln vom Leib und trinke deinen Arsch unter den Tisch. Wozu sind Freunde sonst da, hm? Okay. Ich würde erreichen, der höchsten Verbundenheitsstufe hat Kate, hast du mit Kate den Skill Kampfrausch erhalten? Okay, what the fuck is this? Kampfrausch. Dank deiner Beziehung mit Kate regenerieren sich Aktionspunkte schneller, wenn deine Gesundheit unter 25% sinkt. Naja. Kann nützlich sein, muss aber nicht. Okay. Gut, haben wir mit ihr auch unsere Beziehung verinnerlicht, das heißt, ich muss jetzt Strong mitnehmen. Und wir machen mit Strong ein paar Bruderschaft-Missionen. Aber ich glaube, in der nächsten Folge können wir mal die Story weitermachen, weil ich will Nick auch mal irgendwann wiedersehen. Gut. Ich glaube, Strong gebe ich dann meine Super Armor, den ich bis dahin ja hoffentlich verbessert habe, weil ich als Schmied habe. Warum kommen wir hierher zurück?
die Tage meiner Kämpfe in diesem verdammten Käfig. Ja, gucken wir noch ein paar Orte so auf die Schnelle. Ja, weiß ich nicht. Hier ist noch eine Kirche und so, da können wir noch rein. Weiß ich nicht, so ein eigener Ort ist noch. Dude, ich hatte gerade einen richtig schrägen Tag hinter mir, also verpisse er sich. Boah. Und schon hau ich ab. Wir waren nicht nachgeladen. Ja, mach du mal, Kate. Wir sind ja Freunde, beste Freunde. Boah, schon wieder gar nicht. Ich krieg die Krise. Habe ich gerade den Molotow-Cocktail weggeschossen? Mann, wie badass bin ich denn? Alter, wie viele Gunner, ne? Bist du ich? Kommst du denn so nah? Soll ich von Weitem mich treffen oder was? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass ich aufhören sollte heute. Ich mache jetzt die Paranoia kaputt. Oder auch nicht, oder sterbt, weiß ich nicht. Und dann. War es das heute? Witz weg. Aber wie geil sieht dann natürlich ein Fernrohr aus. Oh, Alter. Kate ist natürlich schon tot. Was willst du von dir? Ja, wie schnell bewegt er sich? Fünf Erfahrungspunkte, ehrlich? War sogar mit Namen versehen, der Typ. Wo sind die denn jetzt? Boah, ehrlich? Oh, komm her. Boah. Ja, das gibt's doch einfach nicht. Ey, Junge. Wow, du tust dich echt geil verstecken. Er hat mich aus den Augen verloren, was? Schon wieder? Mein Gott, das gibt's einfach. Warum war ich so lange, um so zwei, drei Typen zu erledigen? Oh, wir sind Power weg. So, oh mein Gott. Ich glaube bloß nicht, dass ich im nächsten Part hier warte. Da oben ist auch noch einer. Super. Den ignorieren wir mal gekonnt. Ja, ich hau jetzt hier einfach ab.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, wo wir versuchen, die Hauptstory mal ein bisschen voranzutreiben, damit ich Nick irgendwann mal wieder begegne. Und ich muss mal meinen Hund suchen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Hund ist. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.